Mit Musik gespielt von Annette Färber am Klavier und Johanna Herrmann an der Geige begrüße ich Sie ganz herzlich zu diesem Glanzlicht-Gottesdienst im Advent. Der Advent ist eine schöne Zeit und man muss vielleicht wie letztes Jahr aber auch hinzufügen, eigentlich. Denn möglicherweise kommen Sie auch dieses Jahr einmal mehr, seitdem wir in der Pandemie leben, mit einer gedämpften Seele hierhin. Der Advent ist eine Zeit der Besinnung, der inneren Einkehr, Zeit der Konzentration auf das Wesentliche. Dieses Jahr werden wir möglicherweise aber auch wieder mehr abgelenkt. Abgelenkt durch diese Pandemie, die sich wie so ein Schatten auf unsere Gesellschaft, auf unser Leben legt. Mit diesem Gottesdienst wollen wir aber ein bisschen Abhilfe schaffen. Wir wollen uns gute Gedanken machen und wir wollen vor allen Dingen Worte hören, die uns zum Nachdenken anregen und die uns vielleicht auch mal humorvoll stimmen und auf jeden Fall unterhalten werden. Und da dachte ich mir, wir laden vielleicht einfach einen professionellen Poetry Slammer ein, denn die können das in der Regel ganz gut. Und es ist auch oft nicht, oder für einen Pfarrer ist es auch riskant, einen Poetry Slammer einzuladen, denn die können das meistens dann doch noch besser als die Pfarrer. Aber ich dachte, wir riskieren das mal und ich begrüße ganz herzlich hier heute Julius Esser, der uns mit seinen Texten hier heute durch diesen Gottesdienst begleiten wird. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Und ich möchte gar nicht so viel weitere Worte verlieren und würde dich bitten, jetzt für den ersten Text nach vorne zu kommen. Also viel Spaß uns heute Abend. Ja, auch von mir hallo und herzlich willkommen. Erstmal schon mal vorab vielen Dank für die Einladung, weil du hast es schon richtig gesagt, es ist immer so ein bisschen Risiko, einen Poetry Slammer in einen Gottesdienst einzuladen, weil ich frage einfach mal in die Runde, wer weiß denn, was ein Poetry Slammer ist? Gegenfrage, wer weiß nicht, was ein Poetry Slammer ist? Und die letzte Frage, wer hat keine Lust aufzuzeigen? Gut, ist immer einer mit dabei, sehr schön. Also ein Poetry Slammer ist, für die, die es jetzt nicht direkt wissen, es ist gar nichts Hochtrabendes, es ist einfach ein Dichter, Autor, der oder die das auf der Bühne vorträgt. Wichtig ist immer, die Texte müssen selbst geschrieben sein und man hat meistens ein Zeitlimit von 5 bis 6 Minuten. Das Schöne heute ist, dieses Zeitlimit habe ich nicht. Deswegen kann ich mal ganz in Ruhe erzählen, was ich eigentlich so mache. Warum wir beide uns kennen, ist auch schnell erklärt. Du hast uns vor ein paar Jahren mal gefragt und gesagt, ich würde gerne dieses Projekt mal versuchen. Und es hat wunderbar funktioniert, wie wir beide, glaube ich, gefunden haben und auch alle anderen auch. Und man merkt oder hat gemerkt, dass Slam und Wortgottesdienste gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Und deswegen, damit es jetzt nicht zu viel Gelaber von mir direkt am Anfang wird, starte ich einfach mal mit dem ersten Text. Das Thema war ja ganz grob, warten und erwarten. Und ich habe einen Text geschrieben über ein Wort, was das Erwarten und die Erwartung immer ins Unermessliche schraubt. Und wenn wir dieses eine Wort einfach mal weglassen würden, dann wären die Erwartungen gar nicht so hoch. Und dann kämen manche Dinge viel schneller zustande, würden länger halten und es wäre gar nicht so kompliziert. Und deswegen würde ich Ihnen und euch empfehlen, dieses Wort nach diesem Text einfach wegzulassen. Und der Text heißt so wie eben jenes Wort, nämlich vielleicht. Du hast mir mal gesagt, man muss fest an den Wert des Wortes glauben. Denn erst dann darf man sich wohl erlauben, mein jedes Wort zu wählen, das man will. Tut man das nicht, dann bleibt es still. Das Wort wird leer und nichts weiter mehr. Also wähle weise. Wenn ich nun ein Wort erwählen könnte, das dir erklärt, was ich gerade denke, müsste ich das Wort vielleicht erwählen. Denn ein vielleicht kann dir sehr viel erzählen. Ein einziges Wort, das so viel lostreten kann im Kopf. Vielleicht klingt federleicht und schwer zugleich, ist oft zu seicht, doch bedeutungsreich. Zu gleichen Teilen hoffnungslos wie hoffnungstragend. Es scheint verwirrt, es wirkt so fragend. In ihm stehen 1000 Türen offen, laden ein, lassen hoffen, dass irgendwo noch unentdeckt ein Weg bergauf sich hoch erstreckt. Vielleicht mit dir auf den einen kleinen Pfad verschwinden.
dabei dich zu finden, sich aneinander binden. Für dich klingt das jetzt wunderschön, doch trügerisch. Sagt's nicht indirekt, ich lüg für dich? Denn es lässt kein Anfang und kein Ende zu. In deinem Kopf gibt es dir keine Ruhe. Ist so frei von Konsequenzen und kennt keine Grenzen. Man sagt es unterschwellig, unverhofft, unbedacht und viel zu oft. Und weil ich dir dieses Wort nicht mehr sagen will, ja, da bleibt mir nur eins. Ich bleibe still. Da ist nichts, was ich noch sagen könnte. Zu viel, was sich dagegen stemmte. Denn es ist unaussprechlich, zu zerbrechlich. Wie soll ich's dir zeigen? Versuch es zu schreiben. Such in den Worten den tieferen Sinn. Ich schreie sie an und frag sie, wohin? Doch kaum, dass ich für mich mal eine Antwort habe, änderst du für dich erneut die Frage. Und darum denk ich gerade rückwärts und nicht geradeaus. Doch bremst uns somit selber aus. Ist es die Furcht, hier zu versagen? Beginnst du mich zu fragen? Ja, ich fürchte mich, dass ich plötzlich und versehentlich dies eine Wort ergänzen würde, dicht verknüpft mit einer solchen Bürde, dieser tonnenschweren Masse, die ich dir dann ganz alleine überlasse, nur weil ich noch nicht das richtige Wort gefunden habe und stattdessen lieber doch vielleicht zu dir sage. Und genau darum bleibt es zwischen uns beiden weiter still, weil ein vielleicht wirklich niemand hören will. Aber manchmal, da höre ich es, wie es leise klopft in meinem Kopf. Hört mal hin, hört ihr es? Es flüstert schon im Wisperton. Es sagt, vielleicht macht es ja ein vielleicht viel leichter. Und was, wenn ein vielleicht genau das Wort sei, welches du suchst? Weil es das Einzige ist, das eurer Geschichte nicht vorschreibt, was noch passieren wird und wann aus dem Du und dem Ich ein Wir wird. Vielleicht.
noch bevor wir eine richtige Absprache darüber hatten, was man in diesem Gottesdienst machen könnte, ist mir ein Text begegnet, zufällig, weil ich was ganz anderes gesucht hatte eigentlich, ein Text von Rolf Krenzer, und ich habe mir dann gedacht, der könnte in so ein Adventsglanzlicht passen, weil ich ihn gelesen habe und der hat mich angesprochen und der hat mich berührt und vielleicht macht er das mit Ihnen auch. Wann fängt Weihnachten an? Wenn der Schwache dem Starken die Schwäche vergibt. Wenn der Starke die Kräfte des Schwachen liebt. Wenn der Habe was mit dem Habe nichts teilt. Wenn der Laute mit dem Stummen verweilt und begreift, was der Stumme ihm sagen will. Wenn das Leise laut wird und das Laute still. Wenn das Bedeutungsvolle bedeutungslos, das scheinbar Unwichtige wichtig und groß. Wenn mitten im Dunkel ein winziges Licht Geborgenheit, heiles Leben verspricht und du zögerst nicht, sondern du gehst, so wie du bist, darauf zu, dann, ja dann, fängt Weihnachten an. Mit mir hat dieser Text was gemacht und er hat auch gemacht, dass ich angefangen habe, darüber nachzudenken, wann denn für mich eigentlich Advent anfängt. Und kamen so Gedanken wie, wenn ich im Gottesdienst das erste Mal mach hoch die Tür singe, kriege ich so ein Adventsgefühl. Wenn bei mir im Altenheim die alljährliche Diskussion aufkommt, wann der richtige Zeitpunkt für das Schmücken der Weihnachtsbäume auf den Wohnbereichen ist. Da gibt es die Verfechter der Theorie 1. Dezember und das schon nach dem ersten Advent, da muss der Baum schon geschmückt werden oder sein. Und dann gibt es so Leute wie mich und ich sage dann immer, dieses runde Teil, das nennt sich Adventskranz, weil es in den Advent gehört. Dieses andere schlanke Teil, an das man was dranhängt, das gehört für mich zu Weihnachten. Darum heißt es Weihnachtsbaum. Aber das ist so eine müßige Diskussion. Also auf meinem Weihnachtsbaum ist er noch nicht geschmückt, auf anderen schon. Gut, ist das so. Vielleicht fängt Advent auch an, wenn ich darüber nachdenke und mit anderen darüber spreche, mit wem und wo ich denn dieses Jahr Weihnachten feiern werde. Vielleicht ein Stück weit fängt es dann an, wenn ich mit meinen Senioren Plätzchen backe, wie jedes Jahr. Wenn ich die erste Kerze am Adventskranz anzünde. Wenn ich mich über Lichterketten und so große Sterne an Häusern freuen, weil ich eher der Sommerzeit-Typ bin und es lieber hell und warm als dunkel und kalt habe und die mir so ein bisschen Licht und Wärme in die dunkle Jahreszeit bringen. Vielleicht aber auch dann, wenn ich zufällig so ein Gedicht entdecke, wie das von Rolf Krenzer, das mich anspricht und ich mich davon auch ansprechen und berühren lasse. Und dann bin ich auf meinem adventlichen Weg, Weihnachten näher zu kommen. Im Glanzlicht gibt es oft so eine Mitmachaktion. Das ist in Corona-Zeiten sehr schwierig. Wir haben dafür zum Beispiel Zettel verteilt, auf die Sie etwas aufschreiben. Oder wir haben gesagt, kommen Sie ins Gespräch mit den Nachbarn. Das ist alles im Moment ein bisschen schwierig. Darum würde ich Ihnen gerne eine Hausaufgabe mitgeben. Überlegen Sie mal für sich, wann für Sie Advent beginnt und wann für Sie Weihnachten beginnt. Und ich würde Ihnen den Text gerne noch einmal vorlesen. Wann fängt Weihnachten an? Wenn der Schwache dem Starken die Schwäche vergibt. Wenn der Starke die Kräfte des Schwachen liebt. Wenn der Habe was mit dem Habe nichts teilt.
wenn der Laute bei dem Stummen verweilt und begreift, was der Stumme ihm sagen will, wenn das Leise laut wird und das Laute still, wenn das Bedeutungsvolle bedeutungslos, das scheinbar Unwichtige wichtig und groß, wenn mitten im Dunkel ein winziges Licht Geborgenheit, helles Leben verspricht und du zögerst nicht, sondern du gehst, so wie du bist, darauf zu, dann, ja dann, fängt Weihnachten an. Wir hörten es eben, für viele fängt der Advent an, wenn man Adventslieder singt. Und das wollen wir jetzt auch tun. Die Nummer 11, ich würde vorschlagen, wir singen drei Strophen. Wie soll ich dich empfangen? Ja, lieber Tobias, du hattest ja gesagt, du riskierst es und jetzt kriegst du die Quittung dafür. Denn ich werde jetzt etwas machen, was vielleicht ein bisschen nicht nur von der Wortwahl, sondern auch vom Stilmittel den Rahmen bricht. Ich mache das aber ganz bewusst, weil Poetry Slammer machen das gerne, dass sie mit ihren Worten auch auf gewisse Dinge aufmerksam machen. Also es geht nicht immer nur um das Literarische, sondern auch um den Inhalt. Und wir haben ja Thema Warten, Erwarten. Und der Text, den ich jetzt vortrage, der spielt ein bisschen darauf ab, dass wir mit einer Sache viel zu lange gewartet haben. Und ich trage den ganz bewusst vor, weil ich mich gerade umgeguckt habe und gesehen habe, sehr zur Freude, dass
sehr viele junge Menschen da sind und all diesen jungen Menschen ist dieser Text gewidmet. Und warum ich gesagt habe, du wirst es bereuen, ich bereue es auch, was ich jetzt mache, denn ich tue etwas, was ich nicht kann, aber es muss sein. Es ist ein Zitat und das Zitat muss gesungen werden. Ich kann nicht singen, aber ich mache es. Es ist aber auch nicht schlimm. Kurze Vorgeschichte noch zu diesem Text. Im ersten Lockdown habe ich, wie sicherlich viele von euch auch, im Keller gesessen und Kisten sortiert. Frei nach Marie Kondo Sachen aussortiert. Und da bin ich auf eine Kiste gestoßen mit CDs drin. CDs kennt man noch, das sind diese MP3s in Rundplastik. Und da habe ich eine CD drin gefunden von den Ärzten. Kann man auch noch kennen. Und auf dieser CD war exakt ein Song drauf. Ein einziger. Hat man anscheinend früher so gemacht, dass man CDs gebrannt hat mit einem Song drauf. Sehr nachhaltig, aber egal. Und um diesen einen Song geht es jetzt und ich fange jetzt mal an. Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Wenn sie so bleibt. Es ist 2003. Meine Kopfhörer vollends aufgedreht. Ich fühle mich euphorisiert, bin wie vaporisiert vom Sound, der laut aus den Boxen auf meinen Ohren dringt, weil darin ein gewisser Farin Urlaub singt. Ich höre hin und denk mir so, yeah, der Typ da hat recht. Das ist überhaupt nicht meine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Ich kann gar nichts dafür. Wie soll das auch gehen? Denn so gesehen ist ja noch nichts geschehen, was ich verbockt habe, hätte können. Denn ich bin ja noch jung. Gut, ich habe in der Schule schon mal was von dieser Umweltverschmutzung gehört und dass der Klimawandel vielleicht irgendwann mal unsere Erde zerstört. Aber mein Gott, keine Panik! So blöd kann die Weltbevölkerung doch gar nicht sein, dass sich da niemand in den nächsten Jahren Gedanken drüber machen wird. Oder? 2021. Ich sitze vor einem Riesenberg unbeschrifteter CDs, verkratzt, bemalt, benutzt in unzähligen WGs und sortiere sie aus, weil mir aufgefallen ist, dass die Idee, meine Musik dauerhaft auf einer Plastikscheibe zu speichern, die größte Scheiße war, die mir hätte einfallen können. Scheibe um Scheibe lege ich sie gleichsam ins Laufwerk ein, drücke Play. Und der Song geht wieder lupp und der Song geht wieder lupp und der Song geht wieder lupp und der Song. Och nö! Die sind einfach alle im Arsch! Als gerade die pure Verzweiflung in mir hochkommt, fällt mein Blick auf eine CD, auf der mit dickem Edding ein Wort geschrieben steht: Welt verbessern. Volume 2. Also waren jetzt drei, aber ist egal. Fragend nehme ich sie in die Hand. Das sieht so aus, als hätte ich die mal selbst gebrannt. Ich lege sie ein und höre hin, wie ich es schon vor Jahren tat. Mich trifft es wie ein Hammerschlag, das Donnergrollen am jüngsten Tag. Denn es dröhnt auf jener alten Platte nur dieser eine Ärztesong, den ich längst vergessen hatte. Und mir wird just bewusst, jetzt, genau jetzt, ist es meine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Denn es ist meine Schuld, dass sie seither so geblieben ist. Was habe ich denn getan in den letzten 18 Jahren? Ha? Hab wie ein ungebetener Prolet unserem Planet mit Füßen getreten, bin bewaffnet mit Macheten und Musketen aufgetreten, hab Ideale zertreten wie ein schlagende Kometen, anstatt einfach mal mit neu diktierten Dekreten einen besseren Weg konkret zu ebnen. Es wäre so einfach gewesen, aber ich hab das nicht gemacht, denn ich hätte nicht gedacht, dass ich mal schuld bin, dass die Welt ist, wie sie ist. Das waren doch immer die anderen. Mir hat ja keiner gesagt, dass es Scheiße ist, Bananen einzeln abgepackt zu kaufen. Das war ja nie klar, dass unsere Flüsse irgendwann mal überlaufen. Woher sollte ich denn wissen, was eigentlich unbegrenzte Atomenergie heißt und dass man mit Klopapier aus Tropenholz auf das Waldsterben scheißt? Das wusste ich nicht. Ich dachte, es wäre umweltverträglich, wenn ich täglich meinen Kaffee aus Pappbechern trinke. Ja, wo Bio draufsteht, ist schließlich immer Liebe drin und druckt man auf Produkte kleine Pandas. Ist die Umweltbelastung nur noch halb so schlimm? Ich wusste das nicht. Mir hat wirklich niemand gesagt, dass, wenn man nicht weiß, wie man es repariert,
aufhören sollte, es kaputt zu machen. Und nun? Nun sitze ich vor meinem Plattenregal und mir wird bewusst, dass es sich mit der Erde eigentlich genauso verhält wie mit meinen CDs. Die sind absolut vergänglich. Und all unsere schöne und gute Musik darauf ist wahrscheinlich für immer weg. Aber was uns bleibt, ist dieser eine Ärzte-Song. Geh mal wieder auf die Straße, geh mal wieder demonstrieren, denn wer keine Stimme hat, kann nur verlieren. Also passen wir auf unserem Planeten auf. Nicht für uns, sondern für die, die nach uns kommen. Adventszeit ist auch Zeit der inneren Einkehr, der Umkehr, der Buße. Und es gibt sozusagen in der Adventszeit eine biblische Figur, die besonders dafür steht. Das ist Johannes der Täufer. Und ich habe mir mal vorgestellt, wie es wäre, wenn Johannes der Täufer, der große Mahner aus der Wüste, heute leben würde. Möglicherweise in Dortmund. Mittwochabend im Advent. Draußen schneit es nicht, es regnet, wie so oft in diesem Jahr. Die Kneipe an der Ecke ist trotz Corona gut gefüllt. 2G macht's möglich. Das letzte Champions League-Spiel läuft vor der Winterpause. Dortmund gegen Madrid. Alle Augen starren gespannt auf den Fernseher. Der Geräuschpegel schwankt zwischen laut und leise, je nach Spielverlauf. Er sitzt auch wieder da. Am Tresen, so wie eigentlich an allen Tagen der Woche, die auf Tag enden und mittwochs. Er ist ebenfalls wie gewohnt auffällig gekleidet. Lange Haare, etwas heruntergekommenes Erscheinungsbild. Sein Mantel, der aus irgendeiner nicht definierbaren Tierwolle hergestellt ist, hat er über den Barhocker gelegt. Nie sagt er einen Ton, bestellt immer sein Getränk und ist dabei still,
in sich gekehrt, vielleicht auch nachdenklich. Dieses Mal wirkt er aber unruhiger, wippt mit seinen Beinen unermüdlich, rückt auf seinem Barhocker hin und her, führt Selbstgespräche. Die Menge nimmt daran keinen Anteil, nur daran, dass Dortmund gerade das erste Tor kassiert hat. Der Ärger ist groß, alle nehmen auf den Schock einen großen Schluck Pilz. Irgendwann steht dann dieser zottlige Mann von seinem Hocker auf, schaut in die an ihn vorbeiblickenden Gesichter und schreit plötzlich aus vollem Hals: Ihr müsst umdenken. Keiner reagiert. Vielleicht auch eine Reaktion auf das eben kassierte Tor, denkt der Wirt, dem es aber nicht entgangen war, dass sein sonst so in sich gekehrter Gast heute einen anderen Eindruck hinterließ. Er, der zottlige Gast, stellt sich aber nun nochmal vor den Fernseher und schreit: Ihr müsst umdenken. Ey, versperr uns nicht den Blick, setz dich hin, tönt es aus zwei verschiedenen Ecken. Aber er ließ sich nicht beirren. Ihr müsst umdenken. Und dann noch mit etwas Nachdruck den Satz: Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Diese irgendwie nicht gänzlich unbekannten, aber in jedem Falle merkwürdigen und drohenden Worte ließen nun doch die meisten Gäste aufhorchen. Nicht noch so ein grüner Spinner. Ja, ja, die Welt geht unter, wir können es nicht mehr hören. Schmeiß ihn jetzt endlich raus. Dann er noch lauter: Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, der wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Jetzt begann die Menge zu lachen. Wir müssen gar nichts. Lass die da oben in der Politik erstmal etwas machen, keifte eine Frau dicht neben ihm. Als die Stimmung gerade dabei war zu kippen, kam der fast schon erlösende Halbzeitpfiff. Die Gäste standen auf, gingen entweder zur Toilette oder bestellten ein Kaltgetränk. Manche gingen auch vor die Tür, um sich einen Glimmstängel zu gönnen. Er wirkte plötzlich verloren, starrte in die an ihm vorbeirauschende Menge. Er nahm nach einem Moment wieder Platz und saß da, alleine. Sein Sitznachbar, der das ganze Treiben bisher still beobachtet hatte, schaute seinen Nachbarn von der Seite an. Lust hatte er eigentlich keine, das Gespräch mit diesem wirklich sonderbaren Typen zu suchen, aber irgendwie tat er ihm auch leid. Er wusste selber seit der Scheidung und dem verlorenen Sorgerechtsstreit, wie es war, im Abseits zu stehen. Es war bald Weihnachten, dachte er sich, und gab sich einen Ruck. Entschuldigung, ist mit Ihnen alles in Ordnung? Sein sonderbarer Nachbar drehte sich zu ihm um, ihre Blicke trafen sich, er hatte etwas Vertrautes in seinen Augen. Mit mir? Als ob es um mich geht. Verstehst du nicht, es geht um uns alle. Wir sind alle nicht in Ordnung. Er verstand nicht so richtig, was er meinte, spürte spontan einen Fluchtreflex in sich, wie er ihn öfter in letzter Zeit spürte, wenn er seine Ex-Frau mit dem neuen Partner sah. Als er seinen Kopf gerade wieder von ihm abwenden wollte, zeigte sein Gesprächspartner mit dem Zeigefinger auf den Fernseher. Es liefen die Kurznachrichten in der Halbzeitpause. Drosten war zu sehen mit seiner Einschätzung zur aktuellen Corona-Lage. 25% Wirksamkeit gegen Omikron nach Dreifachimpfung. Pandemie wird mit Sicherheit noch bis Sommer dauern. Dann neue Eskalation in der Ostukraine erwartet. Putin schickt 175.000 Soldaten an die Grenze zur Ukraine. Nächste Nachricht: Die Inflation wird entgegen der Aussage von Wirtschaftsexperten nun doch im kommenden Jahr weiter steigen. Am Schluss sieht der Zuschauer, wenn er bei all den negativen Nachrichten nicht schon umgeschaltet hat, wie Menschen und Kinder an der belarussischen Grenze zu Polen frieren und auf Mitmenschlichkeit warten. Wir sind alle nicht mehr in Ordnung. Der Satz traf ihn plötzlich mitten ins Mark. Bei all seinem Scheidungsmist keimte in ihm schon länger der Gedanke, nämlich nicht, dass nicht nur sein Leben, sondern irgendwie alles gerade aus dem Ruder lief. Er war offensichtlich in guter Gesellschaft. Früher war alles besser, wie man das so schön sagt, in dem Wissen, dass es eigentlich nicht so ist und dass man die Vergangenheit oft vorschnell idealisiert. Aber vielleicht war es diesmal wirklich so. Früher war es besser, zumindest einfacher. Eine Lösung für all die Probleme hatte er aber auch nicht. Er bekam ja noch nicht mal seine eigenen Probleme
in den Griff. Er war nun aber doch neugierig und fragte: Was meinst du damit, wir müssen umdenken? Riesige Revolution starten oder wie? Sehe ich nach Revolution aus? Sein Blick fiel auf die Jacke aus der nicht definierbaren Tierwolle, auf seine langen, zottligen Haaren. Nee, ich meine ja nur. Der nach mir kommt, ist für die Revolution zuständig. Meine Aufgabe ist es, zu warnen und zu mahnen. Wäre motivieren nicht die bessere Idee, warf er ein. Sein Gegenüber seufzte laut. Ich kann es nicht mehr hören. Immer müssen alle motiviert werden, als ob es eine unmögliche Aufgabe ist, umzudenken. Seine Hand lag nun auf seine Schulter. Er schaute ihn direkt an. Hört zu. Öffnet endlich eure Herzen und gleich noch dazu eure Augen und Ohren. Schaltet nicht weg. Lasst es an euch ran. Seid verletzlich, angreifbar. Seid Menschen, seid menschlich. Machet euch auf und werdet endlich Licht, denn euer Licht kommt bald. Mit diesem Schlussakkord stand er auf, nahm einen letzten großen Schluck aus seinem Glas, zog seinen Mantel um und verließ die Kneipe. Auf seinem Stuhl hinterließ er eine Staubschicht aus feinem Sand, den man sonst nur aus der Wüste kennt. Merkwürdiger Typ, merkwürdige Begegnung, dachte er. Er saß noch eine Weile auf seinem Platz und starrte auf den halb abgebrannten Adventskranz vor ihm. Er dachte an seine Ex und an sein turbulentes Leben in den letzten 2 Jahren. Irgendwann stand er auch auf, ging in den regnerischen Abend und klingelte an dem Haus, in dem er so viele Jahre wohnte. Was willst du denn hier? Sprach eine Frauenstimme. Meine letzten Sachen abholen. Schlussstrich ziehen, neu sortieren und umdenken.
Das Schöne ist an dieser Art von Veranstaltung, dass man mal Texte vortragen kann, die ich normalerweise nicht vortragen würde. Denn auf Slam-Bühnen geht es in, ja, sagen wir mal, 99% der Fälle darum, Leute zu unterhalten, laut zu sein, lustig zu sein und möglichst viele für sich auf seine Seite zu ziehen. Und der Text, den ich jetzt vortrage, der schafft das nicht immer. Nicht, weil er nicht schön ist. Ich finde, das ist eigentlich einer meiner schönsten Texte. Aber ich trage ihn nie vor, weil er doch eine gewisse Schwermütigkeit in sich trägt und auch ein Ende, was ein bisschen Interpretationsspielraum braucht. Aber ich trage ihn trotzdem vor, weil ich da jetzt Lust drauf habe. Und ich finde, er passt auch ganz gut in diese Zeit, weil er das Thema der Melancholie aufgreift in beiden Facetten, die sie in sich trägt. Nämlich eine tiefe Traurigkeit und etwas sehr, sehr Schönes, was daraus entstehen kann. Und der Text heißt Der goldene Reiter. Ist inspiriert von einem Lied, Der goldene Reiter, aber in dem Fall ist es anglizistisch angehaucht, Der goldene Reiter. Mehr Musikalisches ist nicht drin in dem Text. Auf der Rheinbrücke, kurz vor den Mauern unserer Stadt, sitzt ein Mann, den fast niemand gesehen hat. Denn er sitzt da ganz alleine und schreibt ohne wirkliche Eile diese eine Zeile in sein Buch. Er schreibt: Hey, 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 ich bin der goldene Reiter. Hey, 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 ich stand so hoch auf der Leiter. Doch dann fiel ich ab. Doch dann fiel ich ab. Mehr schreibt er nicht. Dann blickt er auf und man sieht die Leere in seinem Gesicht. Er wusste genau, dass er so viel hätte schreiben müssen, mit jedem seiner kreativen Denkergüsse. Doch viel zu oft war sein Hirn so leer und seine Augen so schwer. Es kam kein klarer Gedanke zustande und brachte ihn so langsam zum Rande seiner geistigen und körperlichen Grenzen. Er suchte nach Gründen für sein großes Leid und fand nach Stunden der Gedankenlosigkeit des Pudels Kern, der sein Gemüt so sehr trübte. Schuld war die eine, die er ganz heimlich liebte. Es fing irgendwann an, ganz leise und schleichend. Dann wurde es mehr, wollte gar nicht mehr weichen und so entstand aus einem kurzen Gedanken an sie zuerst leichte Zuneigung und dann Sympathie. Doch schon bald zogen seine Gefühle größere Kreise. Er fühlte sich angezogen auf eine Art und Weise, für die er nun wirklich keine Worte fand, weil es in keiner Relation zur Wirklichkeit stand. Doch das Problem, was der Liebende leider nicht sah, war, dass diese Liebe für ihn eine Einbahnstraße war. So schrieb er: Hey, 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 ich bin der goldene Reiter. Hey, 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 ich hab so Angst, dass ich scheiter. Bitte schreib mich nicht ab. Bitte schreib mich nicht ab. Er sah sie täglich, doch sie sah ihn nicht. Sie kannte vermutlich nicht mal sein Gesicht, denn jedes Mal, wenn sie kam, dann senkte er den Blick und zog, um sich zu schützen, sich in seine Welt zurück. Eine Welt aus Papier zusammengebunden. Wie oft war er hier für immer verschwunden? Ja, in seiner Welt, da schrieb er selbst die Geschichten. Hier konnte er alles sein, egal ob Mensch oder Tier. Wollte er was sein, schrieb er es aufs Papier. Denn kaum, dass die Feder die Tinte berührte, war es so, als ob seine Hand jemand anderes führte. Aus seinen Worten wuchsen Welten empor und jede Silbe brachte neues Leben hervor. In dieser Welt war er der Held, der spielend leicht ein Königreich regierte, ein Dirigent, der Kompositionen neu kreierte. Darum schrieb er, jeden Tag aufs Neue, von Liebe, Schmerz, Kampf und von Treue, schrieb, dass das Mädchen ihn eines Tages entdeckte und all das Gute sah, das tief in ihm steckte. Und so stellte er sich täglich vor, wie er die ersten Schritte wagt und seinem Mädchen die folgenden Worte sagt: Hey, 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 ich bin der goldene Reiter. Hey, 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 ich wär so gern dein Begleiter. Und nur für dich steig ich ab. Und nur für dich steig ich ab. Doch noch bevor diese Worte das Ohr des Mädchens erreichten, fing die Welt um ihn herum an, sich aufzuweichen. Die gerade frisch gedruckten Worte starben schon an jedem Orte, den sie eben erst bewohnten.
Viele kleine Tintenstriche bohrten sich wie Nadelstiche durch sämtliches Leben all jener Morpheme, die eben noch Hoffnung auf Liebe geben sollten. Alles brach in tausend Stücke, ein großer Riss durchzog die Mitte. Es schien ein wild gewordener Stier, zerriss die Scheinwelt aus Papier. Nichts blieb übrig von der Welt, da niemand sie zusammenhielt. Jedes Wort war massakriert und jede Zeile ausradiert. Und letztendlich blieb ihm nur die Leere. Das Leben ist nur selten selbst geschrieben und viel zu oft wird stillgeschwiegen. Der Mann, der schrieb weiter, Tag für Tag, Nacht für Nacht, und nun sitzt er auf der Rheinbrücke, kurz vor den Mauern unserer Stadt, und ist froh darum, dass ihn noch niemand gesehen hat, und flüstert leis ein letztes Mal, Hey, 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 ich war der goldene Reiter. Hey, 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 für mich geht's hier nicht mehr weiter. Und dann springt er ab. Und dann springt er ab. Gesegnet er, der ist und war und kommen wird. In meinem Mund sein Name, in meiner Seele und Gebeinen. Und ihr, die auch gebückt geht, hört diese Worte, lebt auf. Ich habe ihn gesucht und gefunden. Er machte sich selbst auf, ich strahlte, stammelte heftig, er lauschte, lachte, wir schämten uns nicht, als ob er Legionen schickte vom Himmel, die mich umringten. So sicher fühlte es sich an. Lauscht, was ich sage, ihr Menschen, ihr alle. Wenn ihr gut wollt leben, volle Tage, so glücklich wie nur möglich, sprich behutsam. Sprich nicht ins Blaue hinein und lüge nicht. Vermeide heftigen Streit, denn dein Gesicht würde sich vor Wut verzerren. Und so eine Welt will er nicht mehr. Befreien kann, kommt er, um zu befreien. Er wacht über all deine Gebeine, er überlässt deine Seele nicht dem Nichts. Das Böse tötet den Täter selbst, das Gute aber wird zum Baum und die Vögel des Himmels schlagen ihr Zelt auf in seinen Spitzen.
Ich habe jetzt noch einen Text mitgebracht, der so nicht zu erwarten ist. Lockert auch ein bisschen die Stimmung auf. Ich merke, bei Großveranstaltungen würde man jetzt sagen, huh, da ist gerade. Aber ich finde das eigentlich schön, weil das ist so die Stimmung, die man eben sonst nicht bekommt. Ich mache die jetzt kaputt, diese Stimmung. So, und zwar, für mich ist, um auf dich einzugehen, fängt die Adventszeit dann an, wenn ein Magazin zu Hause ankommt, und zwar das Winterheft der Landlust. Ich weiß nicht, ob das jemand noch kennt, die Landlust, kann man kennen. Ich bin großer Fan von der Landlust. Ich muss aber dazu sagen, ich komme wirklich vom platten Land. Also ich komme aus Rövenich, bei Zülpich, bei Euskirch und bei Köln. Und es ist wirklich plattes Land. Die höchste Erhöhung bei uns ist die Zuckerrübe. Und so als Dorfkind in der Landlust zu blättern, ist manchmal hart. Weil da wird immer so ein tolles Landleben dargestellt. Und die letzte Ausgabe, die hat mich echt fertig gemacht. Und da waren meine Erwartungen nicht unbedingt erfüllt. Und deswegen habe ich den einen Leserbrief geschrieben. Und den würde ich euch gerne vortragen. Vielleicht wird er irgendwann mal abgedruckt. Ich glaube nicht, aber ich kann jetzt nur möglichst vielen Leuten diesen Leserbrief vorlesen, damit meine Meinung auch mal durchsickert. So, es geht los. Geht übrigens über die Rubrik Kochen. Liebe Landlust-Redaktion, ich glaube euch ja, dass das auf den Bildern wirklich richtig toll aussieht. Dieses 5 Minuten Avocado, Hirse, Spekulatius, Winterfrüchte, Müsli in der Brotkruste für unterwegs to go. Aber wer macht sich denn sowas zum Frühstück? Ganz ehrlich, wenn du wirklich im Winter auf dem Land wohnst, dann hast du morgens für so einen Schnickschnack überhaupt keine Zeit. Da musst du erst mal zusehen, Holz reinzuholen, den Ofen anzubekommen, den Hund rauszulassen und danach den scheiß Bus zu bekommen, weil nur eine Linie am Tag aus dem Dorf rausfährt und du danach einfach nicht mehr wegkommst. Und unter To Go versteht man hier, dass du im besten Fall ein trockenes Käsebrot auf die Hand und eine Halbliter Flasche frisch gezapfte Milch bekommst. Und das auch, wenn du laktoseintolerant bist, denn sowas kennt hier einfach keiner. Aber lassen wir mal fünfe gerade sein. Was mich nun wirklich stört an eurer Landlust-Winter-Idyll-Illusion, ist meiner Meinung nach der Artikel über das Einwecken. Ich zitiere hier Malte, 23, Student und Winterlandliebhaber. Wir fragen an dieser Stelle nicht, was ein Winterlandliebhaber ist. Zitat: Seit dem Lockdown koche ich wieder selber ein. Ich konserviere so nicht nur die Erinnerungen an Heimat, sondern auch Ängste und Emotionen. Positiver Nebeneffekt: Gemüse wird in Öl zu Antipasti, Früchte zu Kompott, eine Mischung aus beidem zu Chutney. Andere machen Yoga, für mich gibt es nichts Entspannenderes als einzukochen. Nennt mich ein armes, eingeschnapptes Dorfkind, aber ich glaube an dieser Stelle nicht, dass Malte, 23, Student und Landliebhaber, so etwas sagen würde, wenn er jemals in seinem Leben schon mal eingekocht hätte. Niemand, wirklich niemand empfindet Entspannung dabei. Wie soll man auch? Denn im Gegensatz zu den stilisierten Hochglanzbildern in der Landlust sieht das wahre Leben ein bisschen anders aus. Einwecken ist kein Spaß, nein, das ist Krieg und die Küche ist dabei das Schlachtfeld und sieht danach auch so aus. Wenn meine Mama Glühwein-Holunder-Gelee eingekocht hat, dann sah das im Hause Esser aus wie beim Metzger nach der Wochenendschlachtung. Überall rote Farbe an der Wand, die nie wieder rausgehen wird. Es roch nach angebranntem Gelierzucker und Wildschweinebraten, denn es wurde gleichzeitig auch Mittagessen für 13 Handwerker von nebenan gemacht. Eingeweckt wurde noch in alte Gurken- oder Miracle-Whip-Gläser, weil da einfach wesentlich mehr reingeht als in die 125 Milliliter Dinger von weg. Ist doch wahr, man kocht schließlich ein, um den Winter zu überleben, wenn man mal eingeschneit ist und nicht, weil man das an andere Leute zu Weihnachten verschenken will. Außerdem, Marmelade hieß bei meiner Mama nicht Früchte-Chutney, sondern einfach nur Marmelade. Und die Gläser wurden auch nicht mit selbstgestalteten Etiketten beschriftet, sondern man hat sich beim Öffnen der Gläser einfach mal überraschen lassen. Also, glaub mir, lieber Malte,
Wenn dann noch 3 Kinder und 2 Hunde um dich rumspringen und alles daran setzen, dich vom Einkochen abzuhalten und die Hälfte der Ernte schon vorher weggefressen haben, dann der Pott mit Glühweingelee überkocht und wegen der entstehenden Zucker- und Rauchwolke die freiwillige Feuerwehr im Vorgarten steht, rotzenvoll, weil ja auch noch Adventsbasar im Schützenheim ist, dann hat das gottverdammt nichts mit Entspannung zu tun. Ein Nachtrag. Das war doch irgendwie sehr viel Stress in den letzten Wochen für uns alle. Also bin ich übers Wochenende nochmal zu meinen Eltern gefahren. Es hat die ganze Zeit geregnet. Ich habe mir eine dicke Jacke angezogen und bin mit dem Hund durchs Feld spazieren gegangen. Es war kalt und der Wind peitschte mir die Nässe ins Gesicht. Als ich zurückkam, roch es im Haus nach gerade gebackenem Kuchen, frisch aufgesetztem Kaffee und auch nach irgendetwas Angebranntem sowie nassem Hund. Im Ofen knisterte bereits das Feuer. Oh, wer ist denn jetzt schon wieder mit seinen Drecksknoten durch das Wohnzimmer gelaufen? Jung, bringst du vielleicht was Holz mit, bevor du reinkommst? Höre ich meine Mutter liebevoll aus dem Wohnzimmer rufen. Ich bin dann nochmal raus auf Socken. Und als ich so mit nassen Füßen und einem Stapel Holz auf dem Arm voller Vorfreude auf mit Ei überbackene Bratkartoffeln vor der Türe stand, atmete ich tief ein. Und da spürte ich sie. Die einzig wahre Landlust. Vielen Dank. Lass uns singen. Lied Nummer 13, Tochter Zion. Das passt von der Stimmung, glaube ich, sehr gut jetzt auch zu deinem Text. Am Ende des Gottesdienstes möchte ich gerne zusammen mit Ihnen beten, das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen. Bitte noch einmal setzen zum Nachspiel. Bevor wir das jetzt hören, möchte ich mich jetzt aber an dieser Stelle schon ganz herzlich bei allen Beteiligten bedanken. Natürlich für dich, Julius, dass du hier warst. Vielen Dank. Die Kunst hat es nicht leicht. Nach wie vor nicht, gerade jetzt in dieser Zeit. Wir haben uns vor dem Gottesdienst darüber unterhalten. Die Auftritte brechen weg, die Workshops finden nicht statt. Es ist eine schwere Zeit und es ist schön, aber dass du hier warst und auch mal das erzählt hast und uns das in Erinnerung gerufen hast. Vielen Dank, dass du uns mit deinen tollen Texten hier den Abend so versüßt hast. Vielen Dank. Ja, und es ist ebenso schön, dass wir so Weltklasse-Musik hier an diesem Abend auch noch haben. Vielen Dank auch Annette Färber und Johanna Herrmann für diese tolle, wirklich beeindruckende Musik an der Stelle. Die Frau an meiner Seite heute, Wiebke Bokrand, vielen Dank. Du hast dann den Gottesdienst mit mir vorbereitet und wir haben uns so einige Gedanken gemacht. Vielen Dank für deine Texte und auch vielen Dank an Matthias Mölleken, der Nachname verrät, es gibt einen Verwandtschaft da, der uns netterweise heute diese Boxen hier zur Verfügung gestellt hat und der Klang war, glaube ich, auch besser heute. Ist Ihnen das auch aufgefallen für diejenigen, die sonst häufiger hier sind? Das macht schon eine Menge aus und gerade bei so Formaten, wo es um das Wort geht, ist es wichtig, einen guten Sound zu haben. Und ein letztes Wort noch, Regina Franz natürlich, unsere Küsterin, herzlichen Dank und Lars Bergengrün, Sie haben sich vielleicht gewundert, wir streamen den Gottesdienst gerade live ins Internet. Das ist sozusagen eine Generalprobe für Heiligabend schon. Und der Gottesdienst wird aber weiter noch verfügbar sein zum Ansehen, Lars. Ne? Das heißt, wenn es Ihnen gefallen hat und Sie nochmal einen Text hören wollen, kann man das nochmal aufrufen. Gleich am Ausgang gibt es eine Kollekte, die ist bestimmt für dieses Format hier, für das Glanzlicht, für diese Arbeit. Und Paulus sagt, einen fröhlichen Geber hat Gott gern, also geben Sie gerne das, was Sie haben und was Sie geben wollen. Und jetzt habe ich genug gesprochen, jetzt hören wir noch ein Lied zum Abschluss.